Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Route hier auf AI The Somnium Files. Und ja, ihr habt es bereits in den letzten Part auch schon mitbekommen. Fetter Plot-Twist. Beziehungsweise wir haben zwei fette Plot-Twists bekommen, dank Iva. Plot Nummer 1 ist, dass Iris das Küchenmesser von Mayumi mitgenommen hat. Warum, wissen wir nicht. Dann noch der zweite Punkt war ja noch, dass Renju das Auge von seiner Ex-Frau in seinem Bauch drinne hatte. In seinen Organen drinne hatte. Also, sehr spooky, sehr spannend. Ich bin, wie gesagt, ich bin mega, mega gespannt, was hier noch auf uns zukommt. Vielleicht kriegen wir hier noch was Neues heraus. Weil wir merken, auch wenn sämtliche unterschiedliche Routen da sind, es kommen immer neue Hinweise. Viel Bekanntes, aber auch tatsächlich mit dem Plot-Twist, Chapeau, also meine Fresse. Das gilt es auch herauszufinden, Pummeluff, wie es da hingekommen ist. Ich gehe davon aus, dass die Person, also sagen wir es mal so, diese Person wurde betäubt, also beziehungsweise Renju wurde betäubt. Daraufhin, dadurch, dass er komplett regungslos war, hat der Täter oder beziehungsweise die Täterin das Auge von seiner Ex quasi in den Rachen gesteckt, quasi, dass er das dann verdaut und dann stranguliert, dann irgendwie auch den das Auge rausgezogen und dann an der Decke den abgehangen quasi. Wo sind wir gelandet? Bei Jujutsu Kaisen? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und wir wissen immer noch nicht, wer der Mörder ist. Wir wissen, dass Boss irgendwas damit zu tun hat. Aber in welcher Form, in welcher Konstellation und ob sie alleine das gemacht hat, das ist jetzt die Frage. Weil wir haben jetzt gerade zum Beispiel mitbekommen, dass sie wohl auch irgendwie sehr schockiert war. Deswegen, ich weiß es nicht, ob sie das jetzt nur Schauspieler hat oder ob das jetzt, ob sie wirklich jetzt so schockiert war, wie sie tatsächlich so war. Das weiß ich nicht. Deswegen, vielleicht erfahren wir hier Näheres. So. Dann gucken wir mal. Tag 5, Dienstag. Seisai. Da ist zu Hause, Dienstag, 8.02 Uhr morgens. Okay. Oh ja. Hey, this is... Hey, das ist doch... Oh, you're alive. Oh, du lebst. Suki? Suki? What happened? Was ist passiert? You drank too much at the club and passed out. Naja, du hast wohl im Club zu viel getrunken und bist wie weggetreten. Liar. Lügnerin. I remember everything until I collapsed in the control room. Ich erinnere mich daran, also ich erinnere mich an alles, bis ich irgendwann im Kontrollraum kollabiert bin. You did something dangerous during the sync last night, didn't you? Du hast was Gefährliches gemacht während der Synchronisierung letzte Nacht, weißt du noch? Your brain got overloaded and you passed out. Dein Gehirn hatte eine Überladung bekommen und bist dann wie weggetreten. That's what Pewter and Boss said. Das ist, was Pewter und Boss mir mitgeteilt haben. You met them? Du hast sie getroffen? They brought you over. Und sie brachten dich hierher. Sie sagten, ich sollte dich ausschlafen lassen, weil du von den Ermittlungen müde geworden bist. Weil erschöpft bist. Okay. Ach, hast du die auf der Xbox runtergeladen? Es lohnt sich. Also wenn du mit Englischkenntnissen gut zurechtkommst, erwartet dich hier echt eine richtig krasse Story. Also für mich persönlich ein absoluter Geheimtipp.
Und ja, ich überspringe hier erstmal die ganzen Sachen, weil ich... Das hatte ich tatsächlich schon mal. Ja, ja. Machen hier erstmal alles hier weg. Das hatten wir nämlich beim letzten Mal schon. Genau. So. Das machen wir doch. Wie gesagt, so die Unterhaltung mit Mizuki und so. Als Recap mache ich das dann nochmal, aber... Da es doch schon ein bisschen länger her ist. Aber jetzt hier diese Sachen hier, die übersetze ich jetzt nicht. Die skippe ich einfach. Ja. PC. Tisch. Das ist das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, wenn tatsächlich hier nichts Besonderes ist. Aber teilweise lohnt sich das ja wirklich. Wenn man dann auch hier und da auch so ein paar kleine Hinweise findet oder auch so ein paar kleine Easter Eggs, die sind da natürlich halt auch sehr lohnenswert. Ja, Audio Equipment, ist klar. So, Ado Rabbit, ja, haben wir Geburtstag geschenkt. So, sonst glaube ich, haben wir hier alles abgecheckt, glaube ich. Ah, ne, hier, so, ja, so, das Glas, ja, Teppich, so. Was? Ja, guck, ich wird aus. Okay, dann weiß ich, was ich für spiel. Ja, hab letztes Life is Strange True Colors, das war so nice, das habe ich direkt durchgespielt. Oh! Hast du die anderen Teile auch gespielt? Also Life is Strange 1, Before the Storm und Life is Strange 2? Finde ich auch mega, mega gut. Und wenn du so auf Detektiv-Sachen stehst und so, ne? Da kann ich dir auch Detroit Become Human wärmstens ans Herz legen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich euch dieses Spiel so ansprechen lasse. Weil ich nämlich echt gedacht habe, das ist so eine Nische. Ich folge es dem Jahr, aber das andere nicht. Ah, okay, gut. Ja gut, dann werde ich dir aber auch nichts verraten oder so. Also wirklich, genieß es. Es ist ein einmaliges Erlebnis, wirklich. Muss ich mal ausprobieren. Ja, ja, das ist mega. So. Mizuki sitzt auf der Kante ihres Bettes, okay. Did Boss, beziehungsweise hat Boss Computer irgendwas gesagt? Oh, Date's brain is rotting today. He won't last long now. Oh, Dates Gehirn rottet gerade aus. Er wird nicht lange durchhalten. Ja, du müsstest dich langsam für das Begräbnis vorbereiten. So they told you I'm completely fine, huh? Also haben sie dir erzählt, dass es mir gut geht, hä? Also ich habe tatsächlich keinen Schaden in deinem Gehirn festgestellt. Du solltest eigentlich keine Probleme haben während der Ermittlung. Okay, außer dass wir mit der Rezeptionistin ausgegangen sind. Das war tatsächlich ein Brain Pain, aber ansonsten alles gut. Wo ist Ota? Ja, er ist wahrscheinlich wieder zurück ins Krankenhaus gegangen. Boss hat Mizuki erzählt über Ota, dass er synchronisiert wurde. Und auch über das, was im kalten Warenhaus passiert ist. Warum hat sie ihr das alles erzählt? Naja, Mizuki hat nach den Ermittlungen ausgefragt. Das Mädchen hat beide Elternteile verloren. Deswegen bin ich mir durchaus sicher, dass Boss gedacht hat, dass sie es durchaus verdient hätte, das zu wissen. Ja. Okay. Hast du denn nicht Schule? Ich habe frei heute. Warum? Heute ist Dienstag, du solltest Schule haben. Du kannst aber auch ein unempfindliches Arschloch sein, weißt du das? Ja, ich habe mir heute freigenommen. Hm. Verständlich. Mhm.
I see. Verstehe. Oh, das ist, fühlt sich gerade sowas von weird an, jetzt den Vater zu sehen. Wenn man jetzt diese Info noch dazu hat. Okay. Gut. Ich gehe wieder zurück zu den Ermittlungen. Hey, will you take me with you? Hey, nimmst du mich mit mir? Also mit dir? I told you yesterday, Mizuki. Ich habe es dir gestern schon bereits gesagt, Mizuki. I won't put you in danger like that. Ich möchte dich nicht in Gefahr aussetzen. But you're close to catching the culprit, right? Aber du bist doch kurz davor, den Täter zu fassen, stimmt's? Naja, wir haben zwei Routen, glaube ich, gemacht und wir haben immer noch den Täter nicht gekriegt. Wir sind dran, Mizuki. Wir sind dran. Stimmt. Der Killer hat eine Verletzung an seinem linken Fuß. Stimmt, das haben wir nämlich auch festgestellt. Weil Ota nämlich irgendwas mit einem Haken gemacht hat und dadurch hatte sich der Polarbär verletzt. Boss said you need to find them. Boss sagte, dass du die finden solltest. Let me help you. Lass mich dir helfen. No, you stay here. Nein, du bleibst hier. Dante, don't you know how I feel? Dante, verstehst du denn nicht, wie ich mich dabei fühle? My parents are dead. Meine Eltern sind tot. I saw their bodies with my own eyes. Ich habe ihre Leichen mit meinen eigenen Augen gesehen. If I don't do something, I'm going to go crazy. Wenn ich nicht bald was unternehme, werde ich noch verrückt. Dante, please. Dante, bitte. Mizuki weint. Dante, consider Mizuki's feelings. Dante, bitte versteh Mizukis Gefühle. She is lonely. Sie ist einsam. Mizuki has not been with Renju and Shoko for 4 years. Mizuki war seit 4 Jahren nicht mit Renju und Shoko zusammen. But clearly, she still feels a bond to them. Aber trotzdem fühlt sie sich den beiden ziemlich tief verbunden. A bond that was broken by the murderer. Ein Bündnis, was gebrochen wurde durch einen Mörder. With her parents gone, Mizuki has almost no one. Jetzt, wo ihre Eltern nicht mehr da sind, hat Mizuki so gut wie niemanden mehr. She can only depend on one person now. Sie kann sich nur noch an eine Person klammern. You know, to whom I am referring. Du weißt, wen ich damit meine, oder? Ja. Natürlich, wir. Wir nehmen sie mit. Fine, let's go. Okay, von mir aus. Lass uns gehen. You're gonna take me? Nimmst du mich mit? Yeah. Ja. Thank you. Danke. Thank you, Dante. Danke, Dante. Ich stand auf, holte ein Tuch aus der Küche und gab es an Mizuki. Here, wipe your tears. Hier, drück dir die Tränen aus. We're heading out. Wir gehen los. Mizuki trocknete ihre Augen mit einem Tuch und lächelte sanft. Dante, ich muss zugeben, dass ich gerade nicht im Vorteil bin. Die Spur, dass der Täter durch den linken Fuß verletzt wurde, hilft mir tatsächlich nicht sehr gut, die Verdächtigen signifikant einzugrenzen. Ja, wir müssen den Tatort nochmal begutachten. Es ist möglich, dass wir vielleicht den Täter in einem der Tatorte finden. Also entdecken können. Or ask around the city for further information. Oder wir befragen die Stadt
ob sie vielleicht irgendwelche Informationen haben. Ja. Sieht so aus, als hätte sie sich ihr Gesicht gewaschen. Sie ist bereit. Okay. Sehr schön, Mizuki. Wir müssen jetzt den ganzen Kram nochmal von vorne machen. Oh, das ist so nervig jetzt, aber... wie gesagt, vielleicht jetzt durch das neue Wissen öffnen sich vielleicht neue Möglichkeiten. Das kann ja auch sein. Auf nach Blumenpark. Blumenpark, Dienstag. Damit hat alles angefangen. Ich erinnere mich, dass ich dir vorher gesagt habe. Ich erinnere mich noch daran, dass ich es dir erzählt habe. Dass Blumenpark ein wichtiger Bestandteil meiner Erinnerungen ist. Bevor es geschlossen wurde, kam ich hier öfters mit meinem Daddy und mit meiner Mom. Sie haben sich oft gestritten, aber manchmal kamen sie gut miteinander aus. Und jedes Mal, wenn wir hier waren, war es eines dieser Manchmal-Tage. Daran kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ich war nur ein kleines Mädchen, aber es war so selten, sie zusammen zu sehen. Ich war noch ein kleines Mädchen, aber es war ziemlich selten zu sehen, wie sie beide gemeinsam gelacht haben. Deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Ich erinnere mich noch daran, dass ich hier auf dem Karussell geritten bin. Genauso wie ich das jetzt gerade mache. Mom war standing right next to me. Mom stand direkt neben mir. She was holding me, so I wouldn't fall. Sie hat mich festgehalten, damit ich nicht runterfalle. Okay, aber was wir auch schon bereits wissen, ist, dass ihre Mutter auch nicht gerade toll war. Und dass Mizuki tatsächlich keine so tolle Kindheit hatte. Also, da hatte jeder irgendwie so seinen eigenen Schicksalsschlag. Oh, Himmel? Was ist denn? Ah, hier. Okay. Ja, dunkel, deprimierend. Umgedrehten Pferde. Hier hatte sie sich versteckt. Letzten Freitag. Seit wann haben wir angefangen, das zu spielen? War das nicht März? In der Säule. Ach ja. Ach ja. Da war die Welt noch in Ordnung. Nee, Spaß. Ich meine, jetzt da war es noch so quasi noch relativ simpel, das alles nachzuverfolgen, aber meine Fresse. Aber es ergibt tatsächlich alles Sinn. Und das ist erschreckend. So komplex, aber auch gleichzeitig so gut erzählt. So, Mizuki. Mizuki reitet auf ein Karussellpferd. Okay. Warst du denn hier schon mal mit deinen Freunden? Other than last Friday? Anderes Mal außer letzten Freitag? Nope, I haven't. Nein, habe ich nicht. This place has been off limits for almost a decade. Naja, dieser Ort wurde seit ungefähr fast einem Jahrzehnt verboten. Selbst wenn es nicht mehr so wäre, glaube ich nicht, dass ich nochmal hier zurückkehren wollen würde. Kann ich auch verstehen. Warum? Wie soll ich das denn erklären?
Ich denke, ich möchte einfach die schöne Erinnerung beibehalten. Ich möchte es nicht mit etwas anderem zerstören oder es mit einem anderen ersetzen. Aber letzten Endes wurde es durch die schlimmstmöglichste Erinnerung ersetzt. Ja. Das ist auch scheiße. Warst du denn auch auf andere Karussells? I couldn't get on many of them because I was so little. Ja, ich konnte nicht auf viele reiten, weil ich noch zu klein war. But I did.